Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Diesmal mit Der Untergang der Welt, ein kleines Spielchen, das ich mir günstig bei Steam erstanden habe. Ja, wir haben hier nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich starte das Ganze einfach mal. Okay. Oh, ein Hund, okay. Der Hund verwandelt sich. Okay. Was ist das? Zwei Monster, Sky Gunly und SGT-1 WSC. Hä? Was ist das denn? Angreifen! Sky Gunly. Alles brennt. Die Welt gefriert. Schaden. Verfehlt. Was? Wie? Ich verfehle den. Fliehen kann ich auch nicht. Na toll. Hab ich Techniken? Nein. Gegenstände? Toll. Angriff. Sky Gunly. Eric ist bewusstlos. Eric wurde besiegt. Na toll. Und jetzt? Das ist ja ein Scheißspiel. Das war natürlich nicht echt. Dieses Spielchen gibt's zum Glück nicht. Das wäre auch ein bisschen katastrophal. Das habe ich hier selbst gemacht, denn das geht's, ist eigentlich das Thema heute. Mein kleines Let's Test vom RPG Maker VX Ace, heißt der, glaube ich. Also die Nummerierung, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall ist die neueste Version vom RPG Maker. Die habe ich recht günstig bei Steam bekommen. Eigentlich kostet das Ding 60 Euro. Und da war gerade Sale, da gab es dann für 15 Euro den RPG Maker. Und dann habe ich hier mal ein bisschen rumgeklickt und ausprobiert. Und ja, ich wusste zum Glück schon so ein bisschen, wie es funktioniert, denn ich habe ältere Version des RPG Makers schon früher genutzt, das war dann mehr so vor 15 Jahren oder so. Die wesentliche Idee ist, ich kann hier so altertümliche RPGs relativ einfach nachbauen. Ich habe Tilesets hier, mit denen ich mir die Welt basteln kann, fange im Grunde an mit so einer einfachen Karte hier, ein kleines Stückchen. Das wäre erstmal so eine leere Karte, die könnte ich dann ausbauen und bebauen und bepflanzen mit allem, was ich haben möchte. Und dann habe ich halt irgendwann hier so eine richtig ausgebaute Karte mit dem Zeug, was ich haben möchte, worauf sich mein Adventure abspielen soll. Und dann kann ich hier ein kleines Rollenspiel schreiben. Alles ist möglich dabei. Ich habe hier zum Beispiel, upsa, das wollte ich nicht. Ich muss in den Event-Modus gehen, dann kann ich mir das auch anschauen. Ich habe hier also dieses Hündchen gemacht und das Hündchen hat halt, wenn es berührt wird, dann kommt halt der Hund, verwandelt sich und dann kommt die zweite Seite, dann wird daraus ein Monster und dann gibt es hier so einen Kampf gegen zwei Schleime. Aber das ist natürlich kein Kampf gegen zwei Schleime, da habe ich ein bisschen gebastelt. Ich habe hier nämlich die Datenbank, in der kann man alles einstellen, egal welche Helden man haben möchte, was für Klassen, Fähigkeiten, Gegenstände, Waffen, Rüstung, kann ich alles eins nach dem anderen, wie ich möchte, einstellen mit allem, was dazugehört. Feinde gibt es auch. Und da habe ich jetzt einfach genommen so ein Augenmonster als Grafik und habe dann eins Sky Gunly und das andere SGT 1 WSC genannt. Nach zwei meiner aktivsten Zuschauer. Ja, und die habe ich dann hier in eine Truppe gesteckt. Schleime besteht jetzt, also Schleime 2 hieß das Ding mal. Und ich habe dann einfach ein bisschen rumgebastelt und jetzt sind das die beiden Kollegen hier, die dann gegen einen antreten. Und das habe ich halt hier als Standardgegner dann hier eingestellt. Der Standardkampfmodus ist halt so ein rundenbasiertes Auswählen der Fähigkeit. Dann wird die angewendet, nach Initiative-Reihenfolge wird zugeschlagen. Das war's. Man kann auch hier andere Sachen bauen. Ich habe die Möglichkeit, mit Hilfe eines solchen Skript-Editors im Wesentlichen alles zu verändern. Ich kann also daraus auch was völlig anderes machen. Ich habe schon so richtig Zelda-mäßige Spiele gesehen, die also wirklich sich vom Spielfeeling her nicht von Zelda unterschieden haben. Ich habe aber auch schon gesehen, es gibt damit produzierte Jump'n'Runs. Also auch sowas kann ich damit konstruieren. Ich bin auch nicht auf diese Püppchen beschränkt. Ich habe bei den Charakteren habe ich eine relativ große Auswahl, ne? Achso, nee, das ist ja der Charakter. Er ist ja. Moment, da muss ich hier unter Helden. Da, also da habe ich im Grunde die ganzen Listen, was ich alles machen kann, an verschiedenen Charakteren, die dann komplett mit ihren Sprites. Also das wären jetzt die Monster. Da habe ich mir dann dieses Augenvieh irgendwo rausgesucht. Personen.
Da kann ich also ganze Dörfer und Landstriche und ähnliches mit bevölkern und auf diese Weise mir meine Welt so gestalten, wie ich das möchte. Die Möglichkeiten sind gigantisch. Ich habe über das Ressourcenmanagement hier kann ich alle möglichen zusätzlichen Ressourcen einbringen und dann auch eigene machen und auf diese Weise mein Spiel personalisieren. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, diese ganzen Grafiken und so weiter sind natürlich grundsätzlich Copyright geschützt, aber wenn ich den RPG Maker kaufe, dann erwerbe ich das Recht, damit produzierte Spiele auch zu vertreiben. Ich kann also ein Spiel, das ich damit gemacht habe, was natürlich dann ein bisschen besser sein muss als mein kleines Demospielchen gerade eben, kann ich verkaufen für richtig Geld. Zum Beispiel bei Steam. Also wenn man unter RPG Maker bei Steam sucht, findet man auch jede Menge Spiele, die mit diesem Ding produziert wurden und da eben verkauft werden. Wenn ich das machen will, muss ich natürlich sehr viel Arbeit da reinstecken. Das geht nicht mal eben so. Das hier habe ich, also die paar Events, die hier nötig waren. Ich habe hier noch ein Event, das macht, also das habe ich auch noch falsch gemacht. Das Event macht das mit den Bällen. Ja, dass man das Bellen von dem Hund mal gehört hat zwischendurch. Das hat alles gedauert, weiß ich nicht. Das hier ist eine Beispielkarte, die kann man sich hier einfach dann, ne, so wie die hier, als Beispielkarte laden. Da hat man auch hier Möglichkeiten ohne Ende, vorgefertigte Karten zu benutzen, wenn man es schneller haben möchte. So habe ich das hier gemacht. Ich weiß nicht, keine halbe Stunde. Also ich musste mich halt erst noch mal ein bisschen einfinden, aber das hier zu produzieren war im Grunde keine große Sache. Die größte Schwierigkeit war im Grunde die mit den Event-Eigenschaften nochmal zurechtzukommen. Wie geht denn das hier nochmal mit den Sachen und dem Schalter, damit der richtig umschaltet? Hier ist der Schalter notwendig. Es ist schon so, Programmiererfahrung hilft. Selbst wenn ich gar keine eigenen Skripte schreibe, ist es hilfreich, in solchen Spielen zu wissen, wofür ist überhaupt eine If-Verzweigung oder wie nutze ich eine Schleife und was ist der Unterschied zwischen einem parallelen Prozess und einem Prozess, der im Vordergrund ausgeführt wird? Da gibt es also schon einiges, ne, wo man Erfahrung nicht schlecht ist, aber das Ding ist ein Kinderspiel. Also ich kann wirklich, auch ohne jedwede Erfahrung mit solchen Sachen, kann ich hier kleine Spielchen produzieren. Es gibt auch sehr viele mäßige Tutorials im Internet. Ich fand die alle nicht so geil, das, was ich bis Seid jetzt ihr gesehen der habe. König? Was Also willst du ich denn? hab euch. Ja, ja, da gibt es aber einiges. Also man kann sich schon relativ gut da einarbeiten und es ist ein nettes Spielzeug. Ja, ich habe nicht nur den RPG Maker selber gekauft, sondern ich habe auch direkt noch, jetzt mal kurz gucken, unter Ressourcen DLC, da sieht man es, ich habe auch direkt noch ein paar Packs dazu gekauft, war halt gerade großer Sale. Und ich habe für alles zusammen, habe ich jetzt irgendwie 40 € bezahlt, also RPG Maker plus die ganzen Sachen hier. Und da sind halt Unmengen an Grafiken und Sounddateien. Special Effects und. Es ist gigantisch, was da drin ist. Und ich habe für alles zusammen 40 € bezahlt. Und normalerweise kosten die Packs alleine irgendwie 100 € zusammen und dann nochmal 60 € für den RPG Maker. Man kann da schon ganz schön Geld lassen. Aber man kann auch alles davon selber machen. Also es ist überhaupt kein Problem zu sagen, hey, ich kann mit dem Grafikprogramm so gut umgehen, dass ich mir meine eigenen Sachen zusammenbastel. Und dann kann man da seinen eigenen Cocktail brauen. Ja. So viel zum RPG Maker in der neuesten Version. Ich kann ihn empfehlen, definitiv. Schönes Machwerk. Wie gesagt, ich habe den auch schon in einer Urversion mal vor 15 Jahren oder so, oder vielleicht 13, aber auf jeden Fall ist es schon eine Weile her, benutzt, verwendet, damit kleine Spielchen gemacht. Und jetzt habe ich auch wieder richtig Bock da drauf. Ich denke, ich werde hier auch mal ein bisschen mir eine Story ausdenken und ein Spielchen bauen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das in die Kommentare. Also, wenn ihr sagt, wir wollen das sehen, wie das entsteht, wie hier ein Spiel gemacht wird in so einem Puzzles-Programm, schreibt mir das in die Kommentare, dann nehme ich das vielleicht auf. Ansonsten denke ich, kann ich es empfehlen für jemanden, der ein bisschen Geld hat. Aber es gibt auch eine Demo-Version, eine kostenlose, die beinhaltet dann nicht das Recht, das auch zu vervielfältigen, glaube ich. Auf jeden Fall kann man sich das auch mal kostenlos runterladen und die Demo ausprobieren, um sich das ein bisschen anzuschauen. Und ansonsten definitiv zu empfehlen, wenn man das Geld übrig hat. Dann wünsche ich euch damit natürlich viel Spaß, wenn ihr das macht. Und ansonsten denke ich, bei mir gilt immer, keep on happy playing.